Herzlich willkommen auf Zeitreisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Juwelier Gruber aus Rosenheim. Wen Reviews von Uhren interessieren oder auch diese Magazinbeiträge, habe ich auf zeitreisen.de zusammengefasst im Bereich Magazin. Und wen Uhren interessieren, ihr wisst ja auch, wir sind Händler von einigen der hier vorgestellten Marken. Gerne unter info@zeiteisen.de ein Angebot anfragen. Heute geht es einmal nicht um eine Uhr, sondern um die Uhrenlandschaft in Deutschland im Allgemeinen. Rolex und Bucherer, diese Verbindung ist ja in den letzten Tagen und Wochen durch die Presse gegangen und auch durch die YouTube-Kanäle. Rolex interessiert mich ja im Speziellen jetzt als deutscher Uhrenmarkenliebhaber ja nicht so besonders, aber ich habe mir gedacht, das ist ein interessantes Thema und man könnte dieses Thema auch mal in dem deutschen Uhren- und Markenmarkt beleuchten und das möchte ich heute in dem Video machen. Ja, als ich mit dem Thema begonnen habe zu recherchieren, einiges weiß ich ja natürlich aus der Arbeit heraus, aber ich wollte ja doch etwas tiefer mich mal einlesen und als ich da begonnen habe, habe ich festgestellt, so einfach wird dieses Video nicht werden. Und ich versuche jetzt in den nächsten Minuten diese deutsche Uhrenlandschaft mal näher zu skizzieren. Ich habe auch natürlich nicht alle deutsche Uhrenmarken beleuchten können, aber ich nehme mal 13 Marken, die man kennen könnte oder die etwas von der Markenbekanntheit etwas größer sind, die nehme ich mir im Detail vor. Und zuerst schauen wir uns, habe ich mir gedacht, mal die großen Konzerne an, die den Uhrenmarkt beherrschen. So möchte ich das mal behaupten. Rolex natürlich ist als Einzelmarke die stärkste Marke am Uhrenmarkt, ganz klar. Ist eine Schweizer Uhrenmarke, kennt jeder, ist eine Stiftung und somit ist es ganz schwierig, hier Zahlen zu bekommen. Zahlen zu bekommen ist auch ein Stichwort für den Uhrenmarkt an sich. Diese Uhrenmarken, diese Uhrenfirmen sind sehr verschlossen und versuchen natürlich immer möglichst wenig an Zahlen nach außen zu geben. Und auch bei meiner Recherche, wir werden es auch noch sehen, also das ist echt schwierig, hier irgendwelche Vergleiche oder Größenvergleiche anzustellen. Ist ja auch für den normalen Kunden, sage ich mal, auch nicht interessant, aber für so ein Video wäre es natürlich schon gut gewesen, wenn ich jetzt sagen könnte, ich habe hier 13 Uhrenmarken und die habe ich umsatzmäßig mal katalogisieren können. Also das ist nicht der Fall. Also meine Vorgehensweise war dann alphabetisch, um halt hier doch eine Gewichtung vornehmen zu können. Da Rolex ja die bekannteste Marke im Uhrenmarkt ist, würde ich sagen, schauen wir uns hier mal den geschätzten Umsatz 21 an. Einfach um hier immer eine Größenordnung zu haben, wo befinden wir uns gerade am Markt von der Größenordnung, von der Gewichtung. Rolex wird 2021 auf knapp 8,5 Milliarden Umsatz geschätzt. Also wie gesagt, genaue Zahlen werden hier nicht veröffentlicht. Aber die großen Uhrenkonzerne und Uhrenmarken werden natürlich von den Handelsblättern und von den Finanzzeitungen auch beobachtet. Und hier ist im Netz eben zu lesen von 8,5 Milliarden Euro ungefähr. Bucherer, das ist die Schweizer Handelsmarke und auch Eigenmarke mittlerweile. Also Karl F. Bucherer stellt ja sehr hochwertige Eigenkreationen her, wird auf 1,5 Milliarden geschätzt. Das ist die Größenordnung, das ist unser Nenner, um hier folgende Bewertungen mal eingruppieren und einordnen zu können.
Ja, welche große Player gibt es jetzt im Uhrenmarkt oder überhaupt im Luxus-Uhrensegment oder ja, auf diesem Markt allgemein? Ich habe mir mal die drei größeren und wohl auch bekannte Konzerne herausgesucht. Das ist einmal die Swatch Group, dann die Richemont Group und LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy. Wobei sie ausgesprochen genau andersrum gesprochen werden. Also LVMH ist diese große Luxusgütergruppe, muss man die fast nennen. Schauen wir uns die Swatch Group an. Swatch Group ist von diesen drei die kleinste, was den geschätzten Umsatz angeht. Wir sind hier bei 6,7 Milliarden Euro. Also hier die komplette Swatch Group ist kleiner von der Dimension her oder vom Umsatz her, von der Gewichtung her wie Rolex alleine. Also ist das schon mal ein Statement. Hätte ich jetzt vor dieser Recherche so nicht gedacht. Aber die Swatch Group, eben mit 6,7 Milliarden geschätzten Umsatz, ist eben ja, vom Umsatz mal 2 Milliarden Euro weg von Rolex. Die Swatch Group, und hier geht es ja um deutsche Uhren, und das wollen wir auch beleuchten, die Swatch Group hat eine große oder eine bekannte Marke in ihrem Portfolio. Und das ist eine sehr alte, renommierte Marke aus Glashütte in Dresden, und zwar Glashütte Original. Glashütte Original ist jetzt in der Swatch Group die einzige deutsche große, relevante Marke. Aber sie haben noch weitere Marken im Portfolio wie Omega, Longines und Tissot, also Longines und Tissot. Breguet ist noch mit dabei, Rado ist mit drin. Das ist auch eine alte Marke, die wohl noch im Ohr sein könnte. Und eine ganz alte Marke im Portfolio, allerdings nicht deutsch, sondern eine Schweizer Marke, ist Siatina. 1888 ist Siatina gegründet, also ist eine sehr alte Marke. Die zweite große mit 19 Milliarden Euro geschätzten Umsatz ist die Richemont Gruppe. Richemont Gruppe ist bekannt durch A. Lange & Söhne. Also A. Lange & Söhne, die eigentlich renommierteste, würde ich sagen, deutsche größere Uhrenmarke, die eine lange Historie hat und ja, ebenso in Glashütte zu Hause ist, läuft unter der Richemont Gruppe. Also ist nicht eigenständig. A. Lange & Söhne hat eine lange Historie, 1845 durch Adolf Lange gegründet in Glashütte, wie schon gesagt und erwähnt, in Sachsen zu Hause. Wer gehört noch zur Richemont-Gruppe von ja, renommierten Marken, die einen Namen haben? IWC dürfte ein Begriff sein, war auch im Zweiten Weltkrieg mit Fliegeruhren und diesem Thema auch in Deutschland stark vertreten. Cartier, diese Schmuckmarke, ist auch nicht mehr eigenständig, sondern gehört zur Richemont-Gruppe. Und ja, es ist eigentlich, wenn ich mir hier die Marken ansehe, es ist auch nur eine Marke dabei, die eher unbekannt ist für Uhren, sondern eher für Schreibgeräte bekannt ist, und das ist Montblanc. Montblanc ist auch vom Namen her sehr international. Wenn man nachliest, das war auch so gewollt, dass man eben diese deutsche Herkunft etwas verschleiert. Aber ist 1906 in Hamburg gegründet. Also ist hier vielleicht für den einen oder anderen eine ganz interessante Aussage. Montblanc baut mittlerweile auch Uhren, also ist eigentlich bekannt natürlich für Schreibgeräte in erster Linie, aber baut eben auch Uhren, also Modeuhren und Luxusuhren, und ist in dem Bereich mittlerweile auch ganz gut etabliert. Eine große Marke, die ebenfalls zur Richemont-Gruppe gehört, ist Panerai. Also Panerai ist ja auch eine der Top-Luxus-Uhrenhersteller, die doch sehr bekannt sein dürften. Ja, dann kommen wir zum Monster, möchte ich mal sagen, im Luxus. Artikel Luxuswaren-Segment, und das ist LVMH. Das ist schwierig. Louis Vuitton, Moët Hennessy. Also die Kooperation aus Mode und Schmuck und Wein und Champagner. Also das ist das eigentliche, das Kernfeature, wo LVMH eben herkommt. Und auch hier
setzt diese Gruppe auch Schwerpunkte. Also Uhren sind hier, ich habe jetzt mal beispielhaft 4 rausgesucht, die Relevanz haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob hier sehr viele Uhren in diesem Portfolio sind, aber einige, die einen Namen haben, allesamt Schweiz natürlich, ist zum Beispiel Tag Heuer, Hublot, Zenit und Bulgari. Sind die Marken, die Uhren herstellen und die für ihre Luxusuhren bekannt sind und die unter dem Dach von LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy, laufen. Moët Hennessy ist, also diese Gruppe ist gegründet 1987 und macht, und deswegen als Monster, 64 Milliarden Euro Umsatz. Es hat ihren Sitz in Paris. Lassen wir uns nochmal die einzelnen Größenordnungen, lassen wir uns die nochmal anschauen. Also hier, wir haben Rolex als Einzelmarke mit 8, noch was Milliarden Euro, dann die Swatch Group mit 6, noch was. Dann haben wir die Richemont-Gruppe mit 19 Milliarden Euro und eben den großen dicken Fisch mit 64 Milliarden Umsatz LVMH. So, jetzt haben wir alle großen Gruppen und jetzt schauen wir uns mal die deutsche Landschaft an, weil die ist nämlich von den Firmen her doch sehr vielfältig und es gibt sehr viele Marken, die eigenständig agieren und die natürlich im deutschen Markt sehr zentriert arbeiten und fungieren, wobei einige, wie auch die erste Marke, die ich jetzt gleich nennen werde, international verkauft und tätig ist. Aber es sind alles Einzelmarken. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, es gibt ganz wenige Marken, die eine durchgängige Historie haben. Wenn sie älter waren, also in den Zeiten nach dem Krieg beziehungsweise bis zum Mauerfall, also hier DDR-Zeit in Deutschland, war es offensichtlich schwierig. Ich habe sogar ein paar Beispiele dabei, die wir uns dann später noch näher anschauen werden. Und dann schauen wir uns mal so eine Historie gemeinsam an und sehen wir mal, wie mannigfaltig und wie durchsetzt diese Historien eigentlich sind. Man kann sagen, als Quintessenz kann man sagen, der deutsche Uhrenmarkt ist in den 80er Jahren wiederbelebt worden. Also diese Marken, jüngere Generationen, werden wir sehen, Gründungsjahre oder Neugründungen oder Markenübernahmen, alles in den 90er Jahren und 80er und 90er Jahren erfahren. Ja, dann beginnen wir mal. Also wie gesagt, diese Auflistung dieser 13 Marken, die ich hier mal rausgesucht habe, definitiv keine Vollständigkeit und gerne auch unten in den Kommentaren, wenn ihr eine Marke habt, die ich hier vergessen habe und die Relevanz hat, gerne unten in den Kommentaren mal mit aufnehmen. Ist ja ein interessantes Thema und würde mich interessieren. Also fangen wir mit A an. Alexander Shorokov. Alexander Shorokov, wisst ihr, habe ich schon mehrere Uhren auf dem Kanal gehabt. Wir sind auch Kooperationspartner und Händler von Alexander Shorokov. Wird als GmbH geführt, das werden wir auch noch öfters sehen. GmbHs in dieser Welt gibt es sehr selten. Das sind in der Regel KGs, die eben dann ihre Finanzen auch nicht offenlegen müssen, weil eben Einzelunternehmungen und somit kann hier der Umsatz und auch die Größe der Gesellschaft recht gut verschleiert, möchte ich jetzt nicht sagen, das hört sich so negativ an, sondern nicht veröffentlicht werden, nicht veröffentlicht. Als GmbH bin ich offenlegungspflichtig, man kann also auch diese Bilanzen und so weiter einsehen, ist also kein großes Geheimnis. Habe ich hier nicht gemacht, also ich schon, aber werde ich hier nicht veröffentlichen. Kann sich ja jeder selber, wenn es ihn interessiert, mal einlesen. Also Alexander Shorokov, 1992 gegründet, ist in Frankfurt und war ursprünglich Importeur für russische Uhren, Poyot-Uhren und Uhrwerke, die er übrigens heute noch verarbeitet. Könnt ihr mal das ein oder andere Video von mir sehen, da seht ihr, was er für Kunstwerke kreiert. Das ist eigentlich ein Designer, der über das Design der Uhren kommt. Luxusuhrensegment, muss man jetzt sagen, von Preisrange 1000 bis, gut, Einzelstücke sind auch mal teurer, aber sagen wir mal, der Schwerpunkt liegt zwischen 1000 und 5000, 6000 Euro.
Die zweite Marke, die ich nennen möchte, ist Davosa. Wird aktuell von der Bole GmbH geführt, ist aber eine alte Marke auch, gehen hier die Wurzeln in die Schweiz zurück. Aktuell ist Davosa bei der Bole GmbH und Corinna Bole ist die Chefin von Davosa. Habe ich auch öfters schon auf dem Kanal gehabt. Und auch ich mache immer bei den Videos immer vorher den Hersteller etwas. Also kann man hier auch über den Hersteller immer etwas erfahren. Dann habe ich eine Marke, die ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist, aber eigentlich eine Marke ist, die durchgängig Uhren produziert hat. Und zwar seit der Gründung 1862 ist Hannard auch in der Schweiz gegründet worden. Läuft aktuell seit 1998 als KG und hat im Schwarzwald in Gütenbach ihren Sitz aktuell, und zwar nach der Neugründung 2014 war hier eine Insolvenz, und seit 2014 ist die Hannard als GmbH im Schwarzwald eben zu Hause. Bei der Gelegenheit können wir uns mal so eine Historie von Hannard mal ansehen. Also das sind, wenn man schon sieht, die Handelsregisterauszüge von Hannard oder auch von renommierten Firmen, das ist nicht nur ein Blatt, sondern das sind also wesentlich mehrere Blätter. Und hier kann man nachvollziehen, wer die Hannard eigentlich steuert und wer Gesellschafter ist und Komplementär und Kommanditist. Und hier die Eintragungen sind alle nachvollziehbar und kann man sich auch mal durchschauen. Ich skizziere die jetzt einfach bloß mal kurz. Wenn sich jetzt wer fragt, was veröffentliche ich hier oder was veröffentlicht der Schwarzfischer hier auf dem Kanal, Handelsregisterauszüge sind öffentlich einzusehen, ist also auch kein Geheimnis, darf auch keins sein, also deswegen ist es auch kein Problem, diese Handelsregisterauszüge hier in einem Video zu nennen, denn sie sind öffentlich, wie gesagt. Und im Handelsregister oder auf handelsregister.de kann man jederzeit sich über Firmen informieren und nachsehen, wie denn hier die Geschäftsstruktur ist. Ist halt sehr aufwendig und man muss es auch lesen können und man muss sich da einarbeiten, aber ist jetzt kein großes Geheimnis. Ja, das zu Hannard. Dann habe ich als nächstes Jean-Marcel. Jean-Marcel habe ich auch auf dem Kanal. Also merkt schon, ich habe sehr viele, viele deutsche Marken, die Relevanz haben, auch auf dem Kanal. Ich habe auch einige, die ich nicht auf dem Kanal habe. Kommen wir gleich dazu. Also Jean-Marcel ist in Pforzheim oder grundsätzlich aus Pforzheim 1925 gegründet, also auch eine sehr alte Marke. Jean-Marcel wird 1981 als Marke eingetragen und aktuell ist Marcel Kunder Geschäftsführer. Dann haben wir Junghans. Junghans ist eine der wenigen Marken, die durchgängig Uhren produziert haben in Deutschland. In Schramberg, auch im Schwarzwald, gegründet 1861, durchgängig gearbeitet und Uhren produziert, mit teilweise der größte Uhrenhersteller der Welt. Dann 2009 in die Insolvenz gerutscht und wurde dann aber auch wieder von einer Schramberger Familie praktisch aus der Insolvenz gekauft. Also hier alles sehr zentral und sehr familiär, auch in der Historie. Eine der wenigen Marken, die durchgängig eigentlich Historie haben und immer Uhren produziert haben. Also Junghans ist hier ein Lichtblick in diesen Uhrenmarkt, auch in den schwierigen 70er und 80er Jahren. Gut, wem gehört die Junghans? Die Junghans wird auch als KKG geführt. Also die GmbH ist die Geschäftsführerin eigentlich und die KG ist eigentlich die Firma, die dahinter steckt. Aktuell ist es so, hier ist gerade eine Veränderung oder hat gerade eine Veränderung stattgefunden, und zwar im September 2023, also diesen Jahres. Der langjährige Geschäftsführer Stotz ist ausgeschieden nach 16 Jahren und der Sohn des Eigentümers, der auch schon bereits immer in der Doppelspitze, also in der Doppelgeschäftsleitung war, Johannes Steim, übernimmt jetzt die Junghans alleine in der Geschäftsführung. Dann haben wir jetzt eine Marke, die ich persönlich sehr gut finde, denn sie produziert hauptsächlich Fliegeruhren und spezielle Uhren. Das ist die Marke und der Hersteller Laco.
Laco ist 1925 in Pforzheim gegründet. Seit 2010 ist Uwe Rücker hier der Chef. Die Marke ist eine von fünf, ich hoffe, ich sage ja nichts Falsches, aber von fünf deutschen Herstellern, die im Zweiten Weltkrieg Uhren und auch nach dem Krieg Uhren für die Bundeswehr, für die Luftwaffe hergestellt haben. Also Laco ist hier einer, die Fliegeruhren für die Bundeswehr. Übrigens genau wie Hanhardt vorher. Hanhardt war eigentlich eine sehr berühmte Fliegeruhr in der Starfighter-Ära, denke ich mal, waren die zu Hause mit so einem roten Stoppdrücker. Das war damals auffällig. Ich hoffe, ich erzähle ja auch nichts Falsches. Habe ich jetzt nicht recherchiert, sondern erzähle ich jetzt aus dem Kopf. Also wenn es nicht stimmt, unten in den Kommentaren korrigieren. Zurück zu Laco, eben diese 1925 gegründete Marke ist auch eine der wenigen, die man durchgängig nachverfolgen kann und immer noch eben ihre Uhren und ihre Fliegeruhren herstellen. Ja, dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsmarken. Ups, ich trage hier eine Meistersinger. Meistersinger ist auch hier aus meiner Liste oder in dieser deutschen Uhrenwelt relativ jung. 2001 durch Manfred Brassler in Münster gegründet, auch als KG geführt, ist eben 2001 aus meiner Historie raus jetzt eine der jüngsten Marken auf dem deutschen Markt. Hat sich mit seinen Einzeigeruhren allerdings sehr schnell etabliert. Mittlerweile auch eigene Kaliber produziert, Handaufzug und auch ein Automatikkaliber mit dem Portfolio. Und auch die Preisrange von Meistersinger ist deutsche Uhren typisch für diesen Luxusmarkt. 1500 bis 6000 Euro. Ist so der Schwerpunkt bei diesen Uhren. Auf alle Fälle mal ansehen, sind absolut top gearbeitete Uhren. Ja, jetzt haben wir eine Marke, die nicht jedem bekannt sein dürfte, Moritz Grossmann. Grossmann ist auch einer, historisch gesehen, eine sehr alte Marke, traditionell ein Uhrmachermeister, auch aus Glashütte. Also hier aus dieser Glashütter Dresdner Uhren- oder Uhrmacher-Gilde heraus. Allerdings ist die Marke dann verschwunden und wurde jetzt 2008 wiederbelebt. Und diese Marke wird als GmbH geführt und Christine Hutter ist hier die Geschäftsführerin. Und Moritz Grossmann oder die Grossmann GmbH, Grossmann Uhren, sind allerdings im hochpreisigen, mittel fünfstelligen, hochpreisigen, sechsstelligen Bereich zu Hause. Ja, jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, obwohl ich sie leider nicht auf dem Kanal vertreiben kann oder darf. Wir haben sie allerdings in Rosenheim, beim Juwelier Gruber, sind wir hier auch Mühle-Konzessionär. Online gibt es sie leider jetzt nicht zu kaufen bei uns, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mühle ist für mich auch eine der Lichtblicke wie Junghans im deutschen Uhrenmarkt. Also man schaut immer auf A. Lange & Söhne und Glashütte Original, so diese Uhrenmarken, aber sie haben halt alle nicht diesen Spirit oder für mich zumindest. Eine A. Lange & Söhne ist eine absolut Top-Uhr. Also Lange 1 unerreicht machen Top-Uhren. Aber es ist halt ein Konzern geführtes Unternehmen. Und ich habe viel mehr Respekt vor Unternehmern, die Sachen selbst in die Hand nehmen und die ihr privates Kapital hier einsetzen. Und die Familie Mühle ist genauso eine Familie. Ich glaube sogar, es ist in meiner Sammlung auf alle Fälle die einzige Marke, die durchgängig von der gleichen Familie seit Gründung betrieben wird. Die Gründung war 1869 und
Die Firma wurde zweimal enteignet, dann war es natürlich nicht die Familie Mühle, wobei immer ein Mitglied der Familie Mühle in der Geschäftsleitung war. Also auch nach dem Krieg in der DDR war hier ein Mühle mit dabei. Auch nach dem Mauerfall war ein Mühle mit in dieser Umwandlungsgesellschaft und hat dann 1994 wieder eine eigene Firma gegründet. Ich glaube, mit zwei oder drei Leuten haben sie dann wieder angefangen, Uhren zu montieren. Und jetzt ist die fünfte Generation mit Thilo Mühle am Ruder dieser Firma, und seine Kinder, soweit ich weiß, werden in seine Fußstapfen treten. Also die sechste Generation ist schon am Start, und ja, seit 2007 ist hier Thilo Mühle der Geschäftsführer, und ja, da können wir noch viel erwarten. Die Uhren selber, wenn ihr in mein Score-Ranking schaut, aktuell ist eine Promare Sonderedition auf Platz 1 meines Scores. Also Mühle-Uhren absolut top, eine echt alte Marke, die durchgängig von der Familie Mühle besessen wurde oder in irgendeiner Form geleitet. Also historisch gesehen für mich in dieser Auflistung eine der interessantesten Marken. Dann habe ich noch eine kleine Marke, und das ist Nivrel. Nivrel ist wohl auch nicht so geläufig, weil auch nicht so überbordend und bekannt. Bauen aber auch, wenn man sich die, schaut euch mal die Seite an, ist, bauen interessante Uhren, auch schöne Uhren, also sind ein paar Stücke dabei, die ich auch mal gerne auf dem Kanal vorstellen würde. Gerd Hofer GmbH ist eben Nivrel, die haben die Marke eben gekauft. 1891 als Goldschmied in Saarbrücken sind die Ursprünge, wurde Nivrel 1936 als Marke gegründet und 1993 wieder belebt und ist jetzt seitdem wieder auf dem Markt. Auch hier die Marke wieder, wie schon auch eingangs erwähnt, in den 90er Jahren wieder belebt. Also hier ist wohl die Quarz-Ära hat hier in den 70er, 80er Jahren voll zugeschlagen und sehr viele Marken sind vom Markt verschwunden, die eben in den 90ern wieder auferlebt oder erstanden sind. Eine 1990 gegründete Marke von Roland Schwerter, die Marke Nomos. Nomos, denke ich mal, hat sich im deutschen Uhrenmarkt wirklich einen Namen gemacht, hat auch relativ schnell mit eigenen Uhrwerken auf sich aufmerksam gemacht. Nomos mit Bauhausuhren ähnlich angesiedelt wie Junghans, nur würde ich sie moderner ansiedeln vom Design her. Wirklich tolle Uhren, anders kann man es nicht sagen. Und zu Nomos werden auf dem Kanal auch noch einige Videos folgen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also wir haben hier einiges noch vor. Wie schon gesagt, 1990 nach dem Fall der Mauer gegründet, hat diese Uhrenmarke auch in Glashütte ihren Sitz. Also hier, wo Alain Jan Söhne Glashütte Original arbeitet, da sitzt auch Nomos. Die wohl bekanntesten Modelle von Nomos, die auch einen Namen haben und die man kennt, das ist eben die Tangente, die Orion oder die Ludwig. Das sind diese Ikonen, die in diesem Nomos-Spektrum zu Hause sind und die eigentlich auch sehr bekannt sind. Ja, jetzt habe ich noch zwei Marken auf dem Zettel stehen. Das ist einmal die Pointec GmbH, die ich ja auch immer wieder auf dem Kanal habe. Die Pointec GmbH vereint mehrere Marken, deutsche Marken, die natürlich alle künstlich und markenmäßig zugekauft sind. Das ist Zeppelin, Iron Any, Bauhaus und jetzt im September seit neuestem die Ruhler Uhrenwerke. Die Pointec produziert seit 1990 in Ruhla bereits ihre Uhren, also fertigen dort auch, haben die Fertigung da. Das Design ist in Ismaning bei München zu Hause und 1987 durch Willi Birk gegründet, also hier auch in den 80er Jahren entstanden und immer größer geworden. Also mittlerweile ist die Pointec auch von der Anzahl der verkauften Uhren, denke ich mal, einer der größeren oder wenn nicht sogar der größte Uhrenhersteller in Deutschland.
2019 wurden die Ruhler Uhrenwerke, die ja eine schwierige Zeit in der DDR hatten und in der DDR der größte Uhrenhersteller überhaupt waren. Also die haben in die ganze Welt geliefert und waren natürlich auch Ausstatter des Militärs und des Geheimdienstes. Als letztes, vom Alphabet her, sind Spezialuhren. Sinn würde ich absolut gerne machen, es ist aber wirklich extrem aufwendig und deswegen ist es echt schwer für jemanden wie mich jetzt. Sinn-Spezialuhren musst du ausschließlich machen oder leben, denn Sinn-Spezialuhren und Spezialuhren meinen die auch so, sind so speziell und können so speziell sein und werden auch teilweise ja ganz spezifisch für einzelne Einsatzgebiete produziert, was die Antimagnetisierung betrifft, was Wasserdichtigkeit betrifft, was Robustheit betrifft und so weiter. Also Sinn ist hier mit seinen Uhren wirklich ein Spezialist für besondere Geschichten auf dem Markt. Absolut top, gefallen mir ausnahmslos. Alle Uhren sind immer besonders und immer super. Sinn ist auch einer der wenigen deutschen Hersteller, die durchgängig im Familienbesitz sind. 1961 durch Helmut Sinn gegründet. Verkörpert diese Marke eben alles, immer wenn jemand etwas Spezielles will, also auch im nautischen Bereich schon fast wie Mühle auch, dann kommt Sinn auf den Tisch und bei Sinn findet man dann auch eben ein entsprechendes Modell, das auf alle Fälle passend ist oder gemacht wird. Schaut euch mal auf Sinn um, also auch die, wenn ich hier eine Uhr auswähle, wie viele Möglichkeiten ich hier für die Konfiguration auf Sinn habe, welche Möglichkeiten das ich habe, ist wirklich absolut top. Bei Sinn auch, Sinn sieht man, obwohl erst 1961 gegründet, also nicht in den 1800, ist hier der Handelsregisterauszug sehr dick. Also auch Sinn hat hier eine bewegte Vergangenheit. Es gibt auch bereits einen gelöschten Handelsregisterauszug. Also der aktuelle wurde 2004 neu gestellt. Und verschiedene Verwaltungsgesellschaften, Frankfurter Markenuhren GmbH, also ist öfters umfirmiert worden und heißt eben jetzt seit 2009 Sinn Spezialuhren GmbH. Und dann schauen wir noch, wer hier als Geschäftsführer eingetragen ist. Lothar Schmidt. Also der Gründer ist immer noch der Mann hinter den Kulissen oder auch vor der Kamera, der hier die Geschäfte leitet. Also eine sehr traditionsreiche Firma aus den 60ern und immer noch im Familienbesitz. Ja, damit bin ich durch mit meiner Landschaft von deutschen Marken auf dem Uhrenmarkt. Wie man sieht, es ist sehr, sehr mannigfaltig auf dem deutschen Markt. Es gibt sehr viele Marken, die hier wirklich auch Tradition haben. Einige Marken, die marketingmäßig und namenmäßig ganz vorne sind, sind nicht mehr eigenständig, sondern sind konzerngetrieben und wahrscheinlich auch deswegen so populär, da hier einfach Gelder zur Verfügung stehen, die jetzt ein Lothar Schmidt von Sinn mit Sicherheit nicht haben. Wobei Lothar Schmidt jetzt mit einer Bilanzsumme, das ist auch öffentlich, von 29 Millionen, jetzt auch keine arme Firma ist. Also da ist auch richtig Geld zu Hause. Aber bei 64 Milliarden Umsatz einer LVMH-Gruppe, da kommt einfach eine Nomos oder ein Meistersinger einfach nicht mit. Also das muss man schon so sehen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war mal interessanter, mein Ausflug in diese Uhrenwelt hinter die Kulissen. Wenn dieses Video gefallen hat oder wenn dieser Kanal gefällt, gebt mir auf den Kanal oder auf die Videos einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, wenn diese
diese Beiträge interessieren, auf zeiteisen.de kann man die alle nachlesen. Ja, somit wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim.